Hallihallo und herzlich willkommen zurück zur theoretischen Informatik. Weiter geht's mit dem Lambda-Kalkül. Ja, was wir dieses Mal machen wollen, ist die Normalreihenfolge. Das bedeutet, wir wollen den linkesten äußersten Redex immer reduzieren. Also das bedeutet in diesem Fall natürlich, wie wir hier sehen können, dass das wäre hier in dem Fall natürlich das Lambda x. Also wir wollen für dieses Lambda x alles einsetzen, was wir hier machen. Ja, genau. Also fangen wir einfach mal an. Also wie gesagt, wir wollen das Lambda x hier reduzieren und ersetzen dann ja, ersetzt dann hier dieses x dadurch. Okay, naja, was sind die Variablen? Also wie ihr sehen könnt, wird das Ganze echt kompliziert, wenn man hier ein paar Klammern auf hat. Da hat man schon bald keinen Durchblick mehr. So, ich mach das gerade mal hier so ein bisschen übersichtlicher. Okay, so. Was wir hier jetzt ersetzen wollen, ist dieses Lambda x. Das steht hier drin. So, dann kopiere ich einfach mal den ganzen Term hier. Und ja, wenn wir hier jetzt Lambda x, oder besser gesagt, dieses x ersetzen, dann müssen wir schauen, wo ist denn die Variable? Naja, unsere Klammer geht von hier bis hier. Das heißt, die Variable, die wir für x einsetzen wollen, ist die erste hinter der Klammer. Und das wäre dieser komplette Term hier. Das ist ja ganz schön viel, aber es ist tatsächlich wahr. Wir wollen diesen ganzen Term da einsetzen. Naja gut, dann machen wir das mal. Ich füge den hier ein. Und dann steht das da. Gut. So, und was wir jetzt hier erreicht haben, ist Folgendes. Wir haben hier ein, ja, wir haben jetzt hier nur noch dieses Lambda Y. Und das ist jetzt quasi unsere äußerste Variable, hier und hier. Und nach der Normalreihenfolge nehmen wir immer die, ja, die linkeste äußerste Variable, die wir irgendwie reduzieren können. Gut, das heißt, wir machen hier einfach weiter. Also Lambda Y können wir das reduzieren. Wir haben hier hinten das Y, das heißt, ich mache gerade mal die Klammer nochmal hin, dann wird es deutlicher. Das heißt, wir müssten hier hinten dran, müssten wir die Variable haben, die wir einsetzen wollen. Da wir die nicht haben, haben wir keine Möglichkeit, das Y zu reduzieren. Das heißt, wir schauen eben weiter innen. Naja, gut. Weiter innen steht zunächst einmal hier das Lambda A, Punkt A und das Lambda B, Punkt B und das Lambda Z, Punkt Z. Naja, gut. Wir haben die Möglichkeit, den linkesten äußersten zu nehmen. Okay, diese Klammer hier können wir uns wegdenken, theoretisch. Die hier auch. Und dann bleibt hier eben noch das Lambda A, Punkt A, als linkestes äußerstes stehen. Okay, Lambda A, Punkt A ist ja jetzt wieder wie die ganze Zeit schon die Identität. Also wenn ich da was einsetze, dann kommt da wieder dasselbe raus. Also f von x gleich x quasi. Wenn ich hier Lambda B, Punkt B einsetze, dann passiert genau dasselbe trotzdem. Ich tue es gerade mal, damit ihr das nochmal seht. Ich setze es hier ein und lösche vorne das Lambda A und die Klammer. Und dann bleibt genau das stehen. Es passiert einfach gar nichts. So, dann mache ich weiter mit dem linkesten Äußersten wieder, das ich reduzieren kann. Das wäre in dem Fall Lambda B, Punkt B. Und ja, setze dafür Lambda Z, Punkt Z ein. Das heißt, ich kann das hier löschen. So, und jetzt setze ich hier Y ein und am Schluss bleibt stehen Lambda Y, Punkt Y. So, und das ist unsere ganze Funktion. Und das ist dann auch die sogenannte Normalform. Denn mit der kann ich, ja, die kann ich nicht weiter reduzieren. Und nach der Normalreihenfolge, wie gesagt, immer das linkeste Äußerste, was man irgendwie reduzieren kann, versucht man zu reduzieren, bis eben nichts mehr geht. Also bis wir wirklich dann einen Funktionsaufruf bräuchten, wie zum Beispiel, wenn jetzt hier hinten dran noch der Wert 42 steht. Also logischerweise Klammer drumherum. Ja, das war's dann schon zur Normalform und zur Normalreihenfolge. Und nächstes Mal mache ich dann tatsächlich Call by Value und Call by Name. Mal gucken, welches davon. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.